Der Wiener, so sagt man, hat ein erotisches Verhältnis zum Tod. Die idyllische Kultstätte dieser stillen Leidenschaft ist der Zentralfriedhof. Seit ewigen Zeiten letzter Treffpunkt für Hauptstadtbewohner mit Hang zum Endgültigen. Doch in letzter Zeit erreicht manch ein Verstorbener erst mit Verspätung den Ort seiner letzten Ruhe. Die vergessenen Toten von Wien, jahrelang hat sie niemand gefunden. Sie lagen in ihren Wohnungen, während Nachbarn und Bekannte, Postbeamte und Polizisten ihr Fehlen ignorierten. Erst die Gerichtsvollzieher und Entrümpeler fanden die Leichen. Eher zufällig. Allein 8 in den letzten Monaten. Die Wiener Stadtmumien geben sich ein Stelldichein und den Lebenden zu denken. Die Frage einer Verantwortung ist immer mit der Frage verbunden, wie kommt es zu einem solchen Verlauf? Das heißt, all jene Menschen, die jahrelang nach ihrem Ableben niemanden abgegangen sind, sind ein Alarmzeichen. Und dieses Alarmzeichen zeigt, dass es in dieser Stadt, wie wohl in jeder anderen Stadt auch, zahlreiche Menschen gibt, die niemanden abgehen, wenn sie in Schwierigkeiten sind. Kurt Kawetzki, Straßenbahner, wohnhaft Montléar-Straße 58, Bezirk Ottagring, steckte erheblich in Schwierigkeiten. Sein Bankguthaben war aufgebraucht, seit Jahren hatte er keine Miete mehr überwiesen. Nachdem Kawetzki auf Mahnungen nicht reagiert hatte, kündigten ihm die Wiener Stadtwerke seine Dienstwohnung. Als sich der Gerichtsvollzieher am 20. April mit Hilfe eines Schlossers Zugang zu Kawetzkis Wohnung verschafft, findet er den säumigen Mieter im Bett. Die Miete war nicht mehr einzutreiben, Kawetzki schon länger zahlungsunfähig. 4 Jahre lang lag er tot in seiner Wohnung, wurde vom Mensch zur Mumie. Und die Nachbarn haben vom einsamen Sterben des Mannes im 3. Stock nichts gemerkt und nichts gerochen. Wir hatten zu dieser Zeit gerade eine Sanierung des Hauses. Also es wurden die Klosette, die Gänse, erneuert. Ja? Und da waren alle Klosette offen und hat sowieso gestunken in dem Haus. Dann hat es geheißen, ja, es ist in der Tschechoslowakei, weil sie dort Verwandte haben. Also, dass er da oben liegt, das haben wir wirklich nicht gewusst. Das ist sehr traurig, ja. Dass man 4 Jahre da verschollen bleibt. Und das in einer Großstadt, ne? Ja. Kann man nichts machen, ne? An seinem Arbeitsplatz hatte man das Fehlen Kawetzkis schon früh bemerkt. Der Arbeitgeber, die Wiener Verkehrsbetriebe, verhielten sich vorschriftsmäßig. Also man muss Wert darauf legen, dass erstens einmal, wenn jemand unbekannten Aufenthaltes ist oder absent ist, die Bezüge sofort eingestellt werden. Er bekommt also natürlich keine Bezüge mehr auf sein Girokonto. Und zweitens natürlich schon alles versucht wird seitens des Unternehmens, ihn zu finden, was natürlich schwierig ist. Bei der Suche nach dem Kollegen Kawetzki waren die Verkehrsbetriebe auf Effektivität bedacht. In einer Verlautbarung im Amtsblatt der Stadt Wien wurde er aufgefordert, seinen Dienst, dem er, Zitat, eigenmächtig und unentschuldigt fernbleibt, unverzüglich wieder anzutreten. Doch Kurt Kawetzki rührt sich nicht. Der Amtsweg wird eingehalten, disziplinarische Maßnahmen folgen. Wenn er dieser Aufforderung innerhalb von 6 Monaten nicht nachkommt, dann gilt er seines Amtes als verlustig. Das heißt, dann ist das Dienstverhältnis für den Dienstgeber in der Stadtwerke Verkehrsbetriebe aufgelöst. Und so kam, was kommen musste. 6 Monate nach seinem Tod wird Kurt Kawetzki auch noch arbeitslos. Am Kühnplatz 4 in einem Haus mitten in der Stadt bleiben 2 Mieterinnen noch weitaus länger unbehelligt. Sie hatten auch nach dem Tod ihre Miete gezahlt. Sie wurde abgebucht und das Konto der Schwestern Emma und Valerie Mikiska war auch nach 7 Jahren noch ausreichend gedeckt. Erst im Dezember 1992 riskiert die Polizei einen Blick in die Wohnung. Emma Mikiska starb 1985. Von ihrer Schwester Valerie wird die damals 85-Jährige in einen Teppich eingewickelt. Derart versorgt leistet Emma ihrer schon zu Lebzeiten einzig verbliebenen Verwandten auch nach dem Tod noch Gesellschaft. Ein Jahr nach ihrer Schwester stirbt auch Valerie Mikiska. 6 Jahre bleiben die toten Frauen unentdeckt in der Wohnung. Vergessen, aber nicht verwest. Eine architektonische Besonderheit erhält ihre, wie auch andere Wiener Leichen, in einem vergleichsweise guten Zustand.
Die Wiener Wohnungen sind deshalb für Stadtmumifizierungen so geeignet. Die vorgefundenen Mumien sind zumeist in bürgerlichen Wohnungen aufgefunden worden, die um die Jahrhundertwende oder in der Gründerzeit gebaut sind. Es sind noch nicht so dicht abgeschlossene Fenster und Türen und keine so starke isolierten Räume. Es ist immer eine Luftbewegung und eine Zirkulation zu der Außenwelt gegeben. Die Nachbarn können auch die Geruchsbelästigung deshalb nicht so leicht erkennen, weil die Wohnungen gewissermaßen sich ständig selber entlüften. Die Wohnhäuser aus der Gründerzeit als Leichenhallen der Gegenwart. Die vorteilhaften klimatischen Bedingungen verlängerten auch im dritten Bezirk die Liegezeit einer Leiche beträchtlich. Und das, obwohl sich diverse Beamte in der Wohnung zeitweilig fast auf die Füße traten. 4 Jahre versteckte Elfriede Köppel ihren toten Sohn in seinem Bett. Als sie im Dezember 92 selber starb und die Polizei die Wohnung durchsuchte, blieb die Leiche unentdeckt. Also er war effektiv, das muss ich betonen, versteckt. Meiner Ansicht nach ein Ausdruck dieses Mutter-Sohn-Verhältnisses. Er war nicht zu finden und es waren keine Anhaltspunkte dafür, die Beamten, die die Mutter beschauten, dass hier ein zweiter Mensch tot liegen würde. Die Mutter hatte den Leichnam 1989 einbalsamiert, in Binden und Tücher gewickelt und unter einer Bettdecke versteckt. Erst 4 Monate, nachdem die Mutter abgeholt wurde, entdeckte Entrümpeler die Leiche des Sohnes. Seit seiner Kindheit geistig behindert, hatte Peter Sluka Köppel sein ganzes Leben mit der Mutter verbracht. Nur zusammen verließen sie die Wohnung, Kontakt zu den Nachbarn gab es nur selten. Nach dem Tod des Sohnes verwahrlost die Mutter vollständig. Sie gilt als seltsam und lebt, so sagt sie den Nachbarn, nur noch für die Kunst. Die letzten Wochen vor ihrem Ableben bettelt sie im Haus um Essen. Erst danach machen sich die Mitbewohner Gedanken über den Verbleib ihres Sohnes und informieren mehrfach die Behörden. Wir haben dann wieder darauf aufmerksam gemacht, dass uns eben der Sohn fehlt. Wir haben ja zeitlang befürchtet, dass er gestorben ist und sie hat ja zeitweise so riesige Mistsäcke, die sie kaum schleppen konnte, die jetzt wirklich hinten nachgeschleift bis dahin, hat sie reingeschmissen, haben wir Angst gehabt, dass sie ihn eventuell wegschmeißt. Ne? Bis heute sind Mutter und Sohn getrennt. Während Peter Sluka Köppel noch in der Gerichtsmedizin begutachtet wird, liegt Elfriede Köppel auf dem Zentralfriedhof. Warten auf eine Wiedervereinigung nach Wiener Art.